Hallo, ich möchte jetzt mal eine kleine Materialkunde machen und hier eine Crimpzange zeigen. Man sieht, dass sie so zwei Rundungen hat. Hier einmal sowas, das sieht aus wie so eine Bohne und hier ein Loch, das ist so ein bisschen rund. Wenn ich eine Quetschperle mit einer solchen Crimpzange quetschen möchte, gehe ich wie folgt vor. Ich nehme jetzt erstmal so einen Schmuckdraht, fädel dort meine Quetschperle auf. Es ist immer sinnvoll, übrigens zu prüfen, dass die Quetschperle groß genug ist. Dieses Material sollte zweimal durch die Quetschperle durchpassen, weil ich meinen Verschluss, man kann jetzt natürlich auch einfach nur so eine Schlaufe machen und an diese Schlaufe den Verschluss hängen. Das geht auch. Ich habe es gerne ein bisschen edler und nehme dazu dann noch so einen Drahtschutzbügel. Für meinen Verschluss. Und ziehe dann noch meinen Verschluss darüber. Die Quetschperle wird jetzt noch mal wieder durch, oder vielmehr das zweite Fadenende oder mein Schmuckdrahtende, führe ich noch mal durch die Quetschperle und schiebe das ganz, ganz, ganz dicht ran an meinen Drahtschutzbügel. Dann nehme ich dieses bohnenförmige Gebilde, das ist das hintere, lege dort meine Quetschperle rein und drücke das fest. Dann drehe ich die Quetschperle um, die sieht jetzt so aus, die hat halt diese Bohnenform, und lege sie so hochkant in die erste Öffnung, die so rundlicher ist, und drücke da nochmal zu. Quetsch, quetsch, quetsch. Der Vorteil ist bei so einer Crimpzange, dass die Quetschperle so richtig schön klein gequetscht wird. Und ja, denn wenn man das mit einer Flachzange macht, das zeige ich jetzt mal an diesem Ende des Schmuckdrahts, einfach nur an einem einfachen Faden. Ich nehme mir meine Flachzange und quetsche die Quetschperle. Die hält natürlich genauso gut, aber man sieht, das ist nicht so fein und man kriegt es auch irgendwie nicht so richtig gut mehr flach, weil das immer wegrutscht. Ich habe das schon mal irgendwie geschafft. Aber oft, was jetzt passiert ist, zerbricht sie dann einfach die Quetschperle und dann ist natürlich auch die Stabilität des Schmuckstücks nicht mehr gewährleistet. Zurück zur schön gequetschten Seite. Das könnte ich jetzt auch noch, oder ich werde das jetzt auch noch verstecken mit so einem Crimpcover oder einer Kaschierperle. Die ist so ein bisschen offen gebogen. Na, so sieht sie aus. Und die setze ich über meine gequetschte Perle. Das ist immer eine elende Fummelei. So, sie sitzt da jetzt drüber. Und jetzt nehme ich die offenen Enden und quetsche sie mit meiner Flachzange vorsichtig zusammen. Das sollte möglichst gefühlvoll passieren, wenn die erstmal zusammengequetscht ist, die Kaschierperle, dann kriegt man sie nicht mehr auf. Ziel ist es, dass sie ganz geschlossen ist, ist noch nicht ganz geschlossen, und auch die Enden schön übereinander liegen. Also ich quetsche vorsichtig mit meiner Flachzange so weit, bis es wirklich so perfekt ist, wie ich das haben möchte. Nochmal so ein bisschen übereinander. Quetsch, bei der Flachzange ist das übrigens sinnvoll, darauf zu achten, dass sie innen glatt ist. Manchmal haben die so Rillen, die sieht man dann in dem Metall, an dem man rumgequetscht hat. Ja, so könnte ich jetzt Perlen aufziehen und hätte eine schöne Kette, die eben auch nicht so gebastelt aussieht, sondern richtig professionell.